Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste zur nächsten Folge Stardew Valley, Folge 333. Und was für eine bessere Nummer gibt es als 333 für unsere heutige, ja, wie soll ich dem sagen? Für unsere heutige Idee. Die Geister sind heute leicht verstört, das ist uns aber gleich, weil wir machen nämlich nur eins. Wir rennen und rennen und rennen und gehen dann in die Wüste. Wir haben uns in der letzten Folge vorbereitet. Wir sind bereit. Wenn der Händler offen hat und auch wirklich das anbietet, was wir im Kopf haben. Nämlich das da. Dann gönnen wir uns da die volle Dröhnung. 78 Treppen. Und die tun wir gleich mal da her. Dann machen wir noch Folgendes. Wir gönnen uns zuerst den dreifachen Espresso. Jawohl. Hauen dann noch einen würzigen Aal rein. Und jetzt gehen wir voll ab. Auch wenn wir die wahrscheinlich nicht zwingend bräuchten, sage ich mal. Damit meine ich das Tempo. Wir wollen auf Stufe 100 runterkommen. Und das schaffen wir wahrscheinlich am besten so, indem dass wir wieder unseren Trap-Trick verwenden. Und einfach schon mal per se relativ tief runterkommen. Und dann schon noch ein paar Wege müssen wir dann schon noch manuell machen. Ist jetzt schade, dass heute Geister genau heute ein bisschen unzufrieden sind mit uns. Das hätte jetzt gerne um einen anderen Tag dürfen sein. Nicht genau dem, wir so tief wie möglich runterwenden. So. Und auch da huschen wir einfach vorbei. Wir huschen wirklich ohne zu schauen, was gibt es da, was kennt man da, was haben wir da. Huschen wir einfach des Weges. Der Sound wird sich mir irgendwie das Gehirn einbrennen. So, da wird es doch langsam immer interessanter. Interessanter? Ist das ein Begriff? Ah, dort hat es gerade eine gehabt. Da schmeckt es doch wieder richtig nach Iridium. Da müssen wir nachher leider halt wieder recht lang auf. Moment. Da hat es noch prismatische Scherben, die nehmen wir natürlich, du erhältst prismatische Scherben. Die nehmen wir natürlich schon gern schnell mit. Oha. Roter Cowboy-Hut. Du erhältst roter Cowboy-Hut. So, jetzt sollte es dann etwa fertig sein, denke ich mir. Noch drei. Um. Wenn wir doch gerade da sind, hauen wir doch das mal schnell auf. Noch drei. So, und jetzt. Ab jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Wir haben da noch ordentlich Bomben mitgenommen. Damit wir da auch sicher ein bisschen schneller vorankommen. Jetzt können wir auch unser Speed hier noch gut brauchen. Was halt jetzt einfach wirklich ist, he? Wir können uns da nie irgendwie jetzt auf irgendeinen Food verlassen. Jetzt sind wir da wirklich volle Kanne auf uns allein gestellt.
da je tiefer unten, umso mehr auch die Gegner natürlich hittet, umso mehr müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns da nicht etwas schief läuft. Dann würde ich sagen, gleich probieren, relativ tiefer runter zu gehen. Nicht, dass wir dann noch irgendwie sterbselt. Nur wenn wir das Gefühl haben, wir müssen da noch irgendwo etwas rausholen. So, da die Ader noch schnell, genau so. Aber eben nicht allzu viel ablenken lassen. So. Dann dich noch weg, genau. So, dann hoffen, dass da schon bald wieder die nächste Treppe rauskommt. Zum Schauen mal schnell einen Bömmchen benutzen. Oben ist eine rausgekommen, sehr gut. Oh, können wir nicht immer so schnell sein, das wäre super. Ey. So, ah ja, Löcher hat sie da natürlich auch noch. Ey. Das ist natürlich auch super. Wobei, wir müssen einfach schauen, dass wir nicht zu viel Damage durch das nehmen. Jetzt sind wir schon recht angekittet. Wir müssen wirklich ein bisschen schauen. Weil wir haben doch noch ein paar. Also es ist nicht so, dass es da gerade um Kurven rum ist. Und die hier machen wir eben schon noch ein bisschen Sorgen, weil die kommen teilweise echt fies. Rein. So, muss mich wirklich schnell konzentrieren. So, und wieder eine weiter, genau. So, so, so. Ui, 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 ui. Aber dann sofort weiter, wenn es so viel Gegner hat. Wir wollen es gar nicht mehr gross studieren, sondern wirklich einfach weiter. So, wenn es jetzt einfach ein Gegner ist, sage ich jetzt mal, geht es noch eher. Das Energietonikum habe ich bekommen, aber das ist zwar gut und recht, aber wir dürfen ja nichts essen. Das ist da die Challenge vom Key, die wir da machen. Dann da schnell hier oben. Vielleicht du hast noch einen prismatischen Schleim dabei, vielleicht. Iridium-Barre, okay, cool. 91. Nochmal prismatische Scherbe, jetzt werden wir gerade ein bisschen prismatisiert, sozusagen. So. Dann da füllen, geht auch da nicht lang studieren. Dann suchen wir da wieder ein bisschen. Respektiv bombt uns den Weg ein frei. Wenn das möglich wäre, aber leider da ein Stegen. 94, 13, 20, das ist schon wieder eine prismatische Scherbe. Hey, da wird man jetzt richtig überhäuft. Das, obwohl wir nicht so Glück haben, aber eben, wir haben natürlich auch einen Glücksring, wir haben noch. Nice Glücksgesäff haben wir eigentlich nicht gehabt, wir haben Kaffee genommen. Und dann hat es wieder so ein Surli. Dann gib mir doch bitte einen Stegen. Zu einem Stegen würde ich jetzt also nicht nice sagen. Dort unten wartet er schon auf uns. So, weg mit dir. So, rum jetzt. Da springen wir hinein. 6 Ebenen und dann müssten wir das eigentlich geschafft haben. Cool. Ein Kristallarium. Holen wir uns da ab. Du erhältst Kristallarium. Cool. Und wir haben auch am Key seinen Auftrag erledigt. Was heisst, jetzt dürften wir rein theoretisch wieder mampfen, oder?
Ich tue das mal daher, das ist schon drei prismatische Scherben. Hey. Der Knaller. Extrem schwer Hammer, der Feinde fliegen lässt. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir auch gerade runter. Da hat es fast keinen Stein. Schnell aufpassen wegen dem Knobli da. So, wieder einer weniger. So, bitte gib mir doch da gerade so eine Stange gern. So, 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 so. Kies in die Punkte haben wir also überholt, das habe ich gesehen. Und das Kristallarium haben wir auch noch überholt. Das ist ja eigentlich noch relativ gäbig in dem Fall. Moment mal jetzt. Ich traue mich noch nicht. Ich werde noch schnell jetzt warten mit dem Energietonikum. Nein, nehme ich nicht. Ja, ich habe einfach das Gefühl, ein Hit von denen. Nein, falsche Richtung. Ui. Ui, können wir es jetzt nehmen? Jawohl, jetzt können wir es nehmen. Okay, cool. Fühle mich auch wieder sicherer. Zum Glück haben wir vorher so eins gefunden. Vorher hat es noch einen gebraucht, ja? Also wenn der... Weißt du was, dann würde es geil, kicken wir uns auch gerade rein, dann sind wir nämlich wieder ein bisschen tiefiger. Auch die da wieder ein bisschen schöner. Das Lebenselixier auch noch, also jetzt werden wir gerade gut beschenkt. Das gefällt. Jetzt können wir auch die jagen, so. Komm. Hopp. So, 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 so. Hineinspringen. Du bist 8 Ebenen hinuntergefallen. So, und dann schauen wir da noch schnell. Respektiv. Platzieren da noch ein Wölkchen. Wir haben ja richtig viel Iridium-Erz, das ist ja super. So, hineinspringen. 4 Ebenen hinuntergefallen. Ja, oh, 2 von deinen Kollegen. Das ist noch einer, jetzt keine mehr, genau. Ich hätte da noch. Genau das da habe ich gehofft. Dann mache ich mehr Cola. So kommen die jetzt essen. Die sind noch recht fies. So, das noch. Ja, ist bis jetzt ein guter Run, würde ich sagen. Eben, wir haben am Anfang relativ viel natürlich mit den Stegen gemacht. Und das zählt in dem Sinne nicht ganz so gleich, wie wenn wir einen völlig frei von all dem machen, das ist klar. Aber was wir vor allem recht viel prismatische Scherben über den Boden zu bringen. Die andere Seite ist natürlich auch ein bisschen schade. Ich hätte jetzt, wenn nicht der Auftrag gekommen wäre in dem Sinn, dann hätte ich natürlich die Jade noch länger gesperrt und gewartet, damit bis wir mal richtig, also bis wir vielleicht, ich sage jetzt einfach mal so hunderte Dinge hätten können, 100 Stegen oder 150 Stegen sogar machen und dann noch tiefer runter irgendwie. Mal die Idee gewesen, aber so ist das natürlich auch gut, wenn man gerade 2 Flüge und mit einer Klappe schlägt, dann machen wir das natürlich. So, jetzt muss ich schon mal schauen, wir haben da noch Höhlenkarotten haben wir gefunden.
Teleporter aus dem Hof, das brauchen wir definitiv nicht mehr. Ein Harz, das brauchen wir auch nicht. Hat es so schnell etwas, wo wir können hapsen? Nein, aber so eine Höhlenkarotte, die geben wir uns doch. Und dann geben wir nochmal eine. Weil es Health ist ein bisschen das, was uns ein beschäftigt. So, machen wir die weg. So, und dann da rein. Dann gehe ich noch schnell beseitigen. Hineinspringen. Nochmal Prismascherbe haben wir bekommen. Hei, hei, hei. Also von denen haben wir jetzt richtig viel nachgerührt, über schon fast. Ja. Dann lassen wir die zwei dort hin, die lieben Kollegen. Geht das Loch ab. Dann fängt auf einmal Sound an, was auch immer verwirrend ist, so mit drin. So. Macht keine angefangene halbe Sache. Und dann kommt natürlich wieder so ein Knobli da, dann weichen wir nach dem gerade aus, indem wir es einfach abfahren. So, dann hat es wieder da so eine, die ich nicht so mag, was auch gegen oben geht. Nicht so frei ist, sage ich jetzt mal. So, viel zu dem Thema. Was hat es jetzt da noch alles gegeben? Weißalgen, die könnte man dann auch noch hapsen. Hineinspringen, 6 Ebenen hinuntergefallen. 130, ja. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, ein bisschen querbeet durchsprengen und wieder eine runter. Was haben wir da Schönes? Weißer Turban! Du erhältst Weißer Turban. Ja, cool. Wir nehmen ihn mal mit. Brauchen tun wir ihn nicht so wirklich. Aber wir nehmen ihn mal mit. Oh oh. Ui. Glück gehabt. Glück gehabt, aber es ist auch schon 21:20 eventuell, wenn wir dann nachher wirklich studieren, mal den Rückweg anzutreten, bevor es uns dann hier noch umhaut, weil da die fliegenden Dinger da, die sind echt, die sind nicht ohne. Wahrscheinlich hauen wir noch selber mit der Bombe weg, das wäre dann das Gröbste. 3. 1, 2, 3. Zeig an. Recht viel Eisen haben wir auch wieder, 107. Auch nicht schlecht. Mal schauen, was da noch alles für kommt. Noch ein paar Hüllenkarotten. Die können wir natürlich wieder weghopsen. Da mampfen wir wirklich gerade alles, was möglich ist. So. Noch richtig Iridium zusammensammeln, das ist ja richtig herrlich. Aber was ich immer noch nicht gecheckt habe, für irgendetwas braucht man doch jetzt nachher auch so Atomars-Zeug. Also ich habe immer noch keinen Plan, wo man das wird herkriegen. So gewinnt man halt schon mega schnell. Viele Hitpoints. Noch ein Lebenselixier. Genau das haben wir doch noch immer zu gehen. Das könnte man uns natürlich auch noch gönnen, wenn es ein Herd auf Herd kommt. Was ist das?
Mysteriöse Kiste. Ein Schmied kann sie für dich öffnen. Okay. Also das nimmt mir jetzt schon noch Wunder, was das dann genau ist. Aber zuerst haben wir da noch einen flügeligen Kollegen. Die brauchen recht viel Hits. Das sollte wieder ein Diamant sein, oder? Genau, und er versteckt auch noch Stege. Cool. So, wieder eine Höhlenkarotte. Die nehmen wir doch gerade und hopsen sie dann. Was können wir dann da lassen? Die Knochenfragmente, Lehm sowieso und dann gönnen wir uns die noch, obwohl 23,50 wahrscheinlich gehen wir jetzt dann heim, aber wir springen da noch hinein, 3 eben runter. Dann haben wir da doch wieder einen rechten Rekord geschafft. 139. Ich würde sagen, das ist nicht so mega schlecht. So, euch zwei auch noch fort. Dort der Jury. Das ist nicht immer lustig. So, und dann aber. Dann habe ich mal gesagt, jetzt ist dann genug. Aber scheinbar immer noch nicht genug. Das mit denen, wieso sehen die so anders aus? Dem weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht. Karottensamen, ich weiß nicht, wieso es die sagen. Prismatische Scherben, schon wieder. Wir haben schon 5. Du hast eine neue Ebene des Verständnisses erreicht. Cool. Wir sind auch recht verständnisvoller. Ich glaube, das darf man durchaus so sagen. Steine haben wir sicher auch ordentlich gebölzt. So, da noch. Jetzt haben wir sammeln. Uhr 20. Ja, 143. Stufe 143. Ich würde sagen, das ist nicht so schlecht. Jetzt hauen wir uns aber da. Moment, noch schnell. Das noch schnell entgegennehmen. Das auch noch. So, oh, 51. Uff, gerade noch geschafft. Ab ins Bett. So. Das würde ich sagen, ist doch nicht so schlecht gelaufen. Wir haben nichts verkauft. Wir haben aber so eine mysteriöse Kiste. Und das und alles, was wir schon noch zusammengesammelt haben, schaut das mal an. 5-mal prismatische Scherben. Eieiei. 266 Iridium-Erz, 5 Rubin. Magma-Geode haben wir noch, vor allem das Kristallarium. Können wir natürlich wiederum gut brauchen. Um auch da jetzt nachher wieder mehr Jade generieren. Das ist sicher auch super. 26 Solaressenzen, wow. Was sicher sehr hilfreich war, sind ist das Energietonikum, das wir bekommen haben, das uns doch recht wieder aufgefetzt hat. Und noch so 2 Hüte, weiße Turban und rote Cowboy-Hut. Aber ich glaube, wir bleiben bei unserer Kuppelpanne. Hey, aber das wäre es von der Folge 333 und unserer Reise tief unter den Boden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäre. Bis dahin, bleibt super, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.